Likers, weil du Spaß dein Video verpeilt hast. Gibt es auf die Fresse wie beim Fight Club. Zeig was du kannst, aber müsstest schon geflogen sein. Obendrein hast du in beiden Runden nicht mal ansatzweise dope gereimt. Nur aneinander gezweckt, auch noch für Standard zu schlecht. Vom Aussterben bedroht bist du der Panda des Rap oder ein handsamer Knecht. Brauch keine Informationen, um zu erkennen, du hast im Leben schon immer verloren. Wurdest behindert geboren, das macht doch nichts. Jetzt stehst du auch mal im Rampenlicht, wo jeder dann sieht, wie du dämlicher Freak dein Schädel verziehst, weil du Punches kickst. Das sei dir verziehen, aber was machst du hier in einem Battle-Turnier, du Mondgesicht? Du komischer Vogel, verlogen, erzogen, hast ist schon durchs Telefon gefickt. Überteuerte Leitung 0800er Nummer, doch lässt dich von deiner Mom noch vor jedem Schlummer bemuttern. Und wenn dann wieder mal deine Webcam versagt, hast du immerhin die Audio zum Battle parat. Weil ich besser Wisser bin, schick ich das lächerliche Kind, wenn ein Direkttreffer ans Kinn bis in die Bettlägekette hin. Möge der Bessere gewinnen, doch deine Zukunft ist schwarz. Gehörst ohne Atemmaske wie der Bruno zum Mars. Weil ich besser Wisser bin, schick ich das lächerliche Kind, wenn ein Direkttreffer ans Kinn bis in die Bettlägekette hin. Dieses Bettler hat keinen Sinn, das Objektiv, keine Chance. Komm und zieh in den Kampf, doch ich riech deine Angst. Von wegen Drive-By, hast bestimmt noch nicht mal einen Führerschein. Der Meister Titer Lyrik meint, dein Leben wird vorüber sein, sobald du auf die Bühne steigst und Menschen dich live sehen. Dein Leben war vergebens, denn es endet mit 13. Nichts 30 F80, eher 1998. Wo ich sie, du hörte, warst du in der Samenbank noch käuflich, lieg am Badestrand und träum mich nur mit Lichtschutzfaktoren. Schlage danach meinen Sonnenschirm dir, Bitch, um die Ohren. Du kannst doch von mir lernen, meine Technik vom Feinsten. Ich schmeiß dich vor die Bahn, du kriegst verletzt von den Geisen. Du Glücklicher bekommst jetzt endlich Aufmerksamkeit, nachdem die fehlende Fürsorge sich als Traumata zeigt. Ich glaub an die Zeit in der Kinder, wie du noch was Sinnvolles im Leben finden. Anstatt in Turnieren wie hier sich mal ihren inneren Problemen widmen. Und doch all der extra Aufwand für die Zwischenrunde bleibt vergebens. Doch krieg von Taschengeld deiner Mom bestimmt die Zeit entschädigt. Weil ich besser Wisser bin, schick ich das lächerliche Kind mit nem Direkttreffer ans Kinn bis in die Bettlegekette. Dieses Bettlatken sind für dich ein schrecklicher Verlust. Doch mein Zettel bleibt der letzte, denn das Beste kommt zum Schluss.